Wait, meanwhile? Bist du okay? Oh. Wow. Was ist, junger Mann? Gar nichts. Ich, Ich helfe dir. Alles gut. Ist nichts. Aber du siehst aus, als wäre was... Ich suche nur meinen Dad. Den Sheriff? Oh, den Sheriff? Ja. Hast du ihn gesehen? Oh, ja, schon. Wo? Hier und da, hin und wieder. Irgendwie taucht er immer an den seltsamsten Orten auf. Halt, wann war er denn hier? Gerade eben, oder wie? Oh, vor mehr als einer Minute? Weniger als ein Leben. Okay. Gut. Okay, danke. War mir ein Vergnügen. Mhm. Augustin? Ich werde ihm sagen, dass du ihn suchst. Sie kamen sicher hier vorbei. Ich wäre mir hier über gar nichts sicher. Wie hat sie dich hergelockt, Linda? Was hat sie dir geboten? Oh. Sie will mir Freiheit geben? Nee, warum? Tut mir leid, Sheriff. Du schuldest mir Antworten. Und warum? Du verhältst dich wie ein Irrer. Schleichst herum, greifst Leute an, nicht der Sam Green, den ich kenne. Leute ändern sich mit der Zeit. Nur einmal warst du so komisch, als du Chris, Jaime und mich beim Stahlwerk erwischt hast. Ah, ja. Damals dachte ich sei zu hart mit euch umgegangen. Aber jetzt, da ich mehr weiß, die Kamera zu beschädigen, war gut. Aber du hast sie nie beschädigt. Natürlich habe ich. Hä? Dir geht's nicht gut, oder? Ich werde alt. Mein Gedächtnis lässt mich im Stich. Ja, jetzt nochmal, um auf meine Vermutung zurückzukommen. Es war in den 60ern, als er als Deputy die aus dem Stahlwerk geschmissen hat. Nee, Quatsch, als es mit Frank Stone war. Genau, so rum war das. Wie alt ist der Typ? Was meintest du damit, dass das alles wegen Cedar Hills sei? Ich sagte, das liegt daran, was in Cedar Hills war. Und was immer noch passiert. Was passiert denn gerade? Was damals passiert ist. Kids drehen einen Super-8-Film? Im Stahlwerk? Das Werk ist seit Jahren weg. Ich sagte doch, ich zähle keine Jahre mehr. Ach, komm schon, Sam. Seit du hier ankamst, warst du nicht ehrlich. Tut mir leid, aber ich war es immer. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ja, hier ist nix. Was ist? Ah, nichts. Nichts mehr. Mir geht's gut. Ah, muss sie finden. Muss sie finden, bevor... Himmel senkt sich wieder und es ist... Ah. Hä? Tagebuch, Beutel? Ach, scheiß drauf. Ganz ruhig. Ist schon gut. Sam, dir geht's nicht gut. Ich hab 'ne Idee. Wir müssen Augustin finden. Jetzt. Ich glaube, du solltest kurz... Mir geht's gut. Hilfst du mir jetzt, Augustin zu finden? Oder willst du nerven? Ich hab 'ne Idee.
Bei der ganzen Vorleserei und Leserei und überhaupt und tralala und den ganzen Schriftstücken, die man da gefunden hat, war da nicht auch die Rede von einer Art Zeitmaschine, von der Augustin besessen war? Also, neben dem Entitus natürlich. Hat Sam davon Gebrauch gemacht? Weil er wäre jetzt hier 100 Jahre alt? Ja? Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmte. Aber ich wollte mich selbst überzeugen. Ich helfe dir, Sam. Was auch immer Augustin plant, gut ist es nicht. Richtig. Sam? Sam? Ja. Sam? Hallo? Sam! Was? Da. Okay, das Haus ist komisch. Ja, die Dinger kennen wir. Also, das ist. Auf jeden Fall etwas. Eine ganze Menge Filmrollen. Oh, schon. Die T-Shirts. Es gibt eine komplette Alternativversion. Ach, guck mal hier, den in Kunstarm, wo sie da mitgedreht haben. Die nicht ganz mit denen von Murder Me. Ah, okay. Es sind also nur billige Kopien, ich verstehe. Gewaltstreifen sorgt für Kinoblutbad. Übler Film verursacht. Eine Vorstellung von Murder Mill. Moment, diese Vorstellung gab es nie. Was ist das? Oh Gott. Multiversum. Beziehungsweise, wie wurde das hier genannt? Also, mehrere Welten, die parallel zueinander laufen und wo alles verschieden ist. Oder vieles verschieden ist. Ein Low-Budget-Horrorfilm, der hier in Cedar Hills entstanden ist, soll für die jüngsten Ausbrüche von Massengewalt und Chaos in Kinos im ganzen Land verantwortlich sein. Vergangene Nacht kam es in Sacramento zu einem weiteren dieser Vorfälle. Dort endete die Vorstellung des Films Murder Mill in einer Massenschlägerei, bei der insgesamt 13 Menschen verletzt wurden, 3 davon schwer. Die Vorstellung gab es nie. Achso, das ist der Arm von der anderen Seite. Eine Puppe, wen hab ich? Die Nurse. Und ich dachte, merkwürdiger kann es nicht werden. Die sanfte Berührung des Todes. Anspielung aus Mori. Wird man ganz liebevoll erwürgt. Gar nichts mehr? Echt nicht? Ich renne hier alles ab. Oh. Knarzgeräusche. Echt nichts mehr. Okay. Da ist die Hedge. Wir sind gerettet. Ja, gleich. Was hat es mit dieser Lampe auf sich? Die Lampe scheint nicht aus dieser Zeit und von diesem Ort zu stammen. Okay, ich habe das Gefühl, jetzt wird's kompliziert. Hallo.
Johnny war nicht in dieser Szene. Es war Chris. Das ist falsch. Okay, das haben wir nicht gefilmt. Gruselig. Augustine hat eine andere Version der Szene für Linda für Murdermill. Okay. Sind das alles Versionen von Murdermill? Aus verschiedenen Multiversen? Terra 6113. 4136. Ach du Scheiße. Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Hast du das gesehen? Was meinst du? Hast du gesehen, was Augustine vorbereitet? Etwas stimmt nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Langsam erkennst du, womit wir es zu tun haben. Nein. Und leider könnte es schon zu spät sein. Komm schon. Stopp. Ich gehe keinen Schritt weiter, bevor du mir nicht sagst, was genau hier vorgeht. Und versuche erst gar nicht, irgendwas zu sagen, das nicht absolut wahr ist, okay? Die Wahrheit kann oft heikel sein. Sam! Hör zu. Es tut mir leid, Linda. Aber ich kann dir einfach nicht das geben, was du willst. Absolut nichts daran gefällt mir. Ich kriege nichts dafür, dass ich tue, was ich muss. Keinerlei Dank, keine goldene Uhr. Es ist nur irgendwie höhere Bestimmung. Oh Gott, du bist so ein Aufschneider. Ich bin kein Kind mehr. Und du bist nicht der Sheriff. Deine blöde Arroganz zieht bei mir nicht. Linda. Nein. Du willst unehrlich sein? Schön. Aber ich bin nicht doof. Ich weiß, was Täuschung ist. Ich sehe, was du verbergen willst. Dachtest du, ich hätte nichts bemerkt, als du hier ankamst? Du solltest mindestens 80 sein, aber du bist kaum älter als ich. Wie kann das richtig sein? Was willst du damit sagen? Ich sagte, dass du Sam Green sein könntest. Aber nicht der Sam Green von damals in Cedar Hills. Du bist ein anderer. Nicht wahr? Für jeden unserer Pfade gibt es einen, auf dem ein Schatten geht. Eine andere Realität, eine andere Welt. Welten, die fast ineinander übergehen. Ich habe diese Zeitachsen gezielt gewählt. Sie überschneiden sich. Der Entitus übt Druck auf die Grenzen unserer Welt aus. Ich brauchte Frank Stones sterbliche Hülle gar nicht. Nur die perfekten Versionen seiner Essenz auf Zelluloid gewandt. Mit 24 Bildern pro Sekunde projiziert. Frank Stone wird auferstehen.
Ich bin verwirrt. Aber ich frage mich immer noch, was hat das Multiversum und verschiedene Alternativen mit DBD zu tun? Wo sind denn alle? Warum ist hier eine rote Glühbirne, da wo Toiletten waren? Zusammengekracht. Okay, ein Schloss. Wait, da hinten kann man auch noch hin. Wir müssen noch mal zurück. Vor allen Dingen, weil sie sich auch an nichts erinnern kann. Das erklärt's. Das, was wir hier gerade spielen, ist ein komplett anderes Multiversum. Also eine andere Realität. Schätze ich mal. Da muss ein Weg zur anderen Seite. Ja, ja. Da haben wir ihn, ja. Kann man immer gebrauchen. Ja. Das hat von weitem aus gesehen wie Hände, die irgendwo hier drin stecken. Na, Sister. Natürlich! Der Besitzer von diesem Spind hatte ernsthafte Probleme. Das hast du so schnell gelesen? Franklin Norman, mein Schatz, dir geht es sicher gut. Da du mit jedem Tag stärker wirst, weiß ich, dass du gesund sein musst. Ich verstehe ja, dass du wegen deiner Arbeit einige Nächte auf dem Gut der Fairleys verbringen musst. Aber es macht mich traurig, wenn du mir nicht zurückschreibst. Wenn du nicht gerade krank bist, gibt es keinen Grund, dich zurückzuziehen. Du kannst mir alles erzählen, mein Schatz. Du weißt doch, dass ich immer für dich da sein werde. Komme, was wolle. Och, Schmacht. Ich werde dich immer lieb haben, was auch geschehen mag. Ich werde auf ewig Teil deines Lebens sein. Vor 3 Wochen hast du mir erzählt, dass du Probleme hast, Freundschaften zu schließen. Das kann ich gut nachvollziehen, mein Lieber. Nur wenige Menschen haben deine Freundschaft verdient. Erinnerst du dich noch an Marie? Ihrem Vater, Jean Lee, gehörte die Bäckerei hier in der Stadt. Sie glaubt, nur weil ich einen Fuß in den Laden ihres Vaters setze, müsse ich mir all die Belanglosigkeiten anhören, die sie den lieben langen Tag so erzählt. Zum Beispiel, welche Tabletten sie auf Anraten ihres tollen neuen Arztes täglich um 7:00 Uhr einnehmen muss oder wie dieser ihr an den Lippen hängt. Diese ganzen irrelevanten Details legen sich wie eine Schlinge um meinen Verstand. Sie nimmt diese Worte sicher furchtbar ernst. Ja, du auch. Ich wette, dir geht es da genauso wie mir. Jedes Mal, wenn ich den Mund,
Wenn sie den Mund aufmachten, habe ich das Gefühl, Insekten würden mir unter die Haut krabbeln. Jedes Mal, wenn sie mich mit ihren leeren Augen ansehen, muss ich nicken und lächeln und so tun, als würde ich zuhören. Jedes Mal, wenn ich glaube, sie würden endlich die Klappe halten, dreht es mir den Magen um und mir wird speiübel, wenn sie wieder und wieder von all ihren lächerlichen Sorgen zu erzählen anfangen. In solchen Momenten muss ich immer daran denken, wie viel Lebenszeit ich wegen ihrer Ahnungslosigkeit schon verschwendet habe. Ich weiß, dass du täglich damit zu kämpfen hast. Wenn du es nicht mehr ertragen kannst, dann denk daran, dass, was ich zu sagen pflege. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Je mehr du dich mit solchen Leuten abgibst, desto schneller geht deine Zukunft dahin. Das darfst du nicht zulassen. Du bist zu wichtig, um deine Zeit mit ihnen zu verschwenden, und eines Tages wirst du an den Ort gelangen, von dem ich dir erzählt habe und wo du endlich sehen können wirst, wie unwichtig sie schon immer gewesen sind. Bis es soweit ist, musst du das aushalten, aber lass dich nicht hinreißen. Melde dich bald wieder, Norman. Ich weiß, dass du deine Ma nicht lange warten lassen wirst. Schließlich bist du ihr einziger Enkel. Ich werde immer über dich wachen. Alles Liebe, Ma. Achso, okay. Okay, und was sagt mir das jetzt? Frank Stones schwierige Kindheit ließ ihn psychologisch anfällig zurück. Ach so, war das er? Nur ein anderer Name oder was? Bolzenschneider. Aber offensichtlich kann man damit nichts machen. Wenn ich diese Kessel repariere, sollte das Leck zu sein. Teil nötig. Ich muss schon wieder Generatoren reparieren, oder? Ist ja nicht so, dass ich das permanent mache. Diese Dampfdüsen werden mich kochen. Aber das ist der einzige Ausweg. Hier ist gar nichts. Ich schätze, wir können auch wieder zurückgehen. Ja, weil hier ist ja gar nichts. WTF. Nein, natürlich nicht. Ist hier wirklich nichts gewesen oder war ich jetzt einfach nur blind? Boah, manchmal wünsche ich mir doch, ich würde streamen. Oh. Hallo. Ach nee, das ist ja der schon wieder. Ach Quatsch. Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Nein, geh weg. Geh weg. Ich habe zurückgedrückt. Ich hätte ganz kurz die Orientierung verloren, aber nur ganz kurz. Ah ja. Kann ich noch weiter zurück?
gehen hier noch mal rein. Sein können. Man weiß ja nie. Ach. Das hab ich ja. Nee, von hier kommen. Kommen wir von hier? Ja. Ich glaube, ja. Da geht man auch nicht mehr drüber. Na gut, ich schätze, hier wird man nicht mehr fündig. Boah, Himmel, bin ich so blind? Ich glaube kaum, dass hier in den Klos... Vergessen, was ich gesagt habe. Ja. Die Steuerung ist nur so. Wundervoll. Ich dachte eben kurz etwas geleuchtet.